schönen Dank für die Einladung zur CeBIT. Ich bin immer wieder gerne hier. Den Vortrag haben viele von Ihnen vielleicht schon mal gehört. Wen kenne ich noch von letztem Jahr? Hände hoch, ja, doch, ziemlich viele. Dann lasse ich es etwas kürzer, was allgemein über Knoppix angeht. Knoppix ist eine sogenannte Live-Distribution. Das heißt, sie funktioniert ohne, dass man irgendwas auf Festplatte installieren muss. Es ist also ein Linux, das läuft von DVD, von USB-Stick oder auch übers Internet gebootet und soll sich so anfühlen und auch so funktionieren wie eine auf Festplatte installierte Linux-Version mit allem, was dazugehört, von Office-Software über Internetzugangssoftware bis hin zu Programmiersprachen oder Rettungstools, womit man Daten von der Festplatte wieder lesen kann. Da der Rechner im BIOS-Modus noch nicht auf den Beamer kommt, habe ich es jetzt nochmal in der Virtualisierung gestartet, mithilfe von KVM. Dieses Bild sollten Sie sehen, wenn Sie die DVD eingelegt haben und der Rechner hat vom DVD-Laufwerk gebootet. Das ist der Knoppix-typische Boot-Screen. In dem müssen Sie normalerweise gar nichts tun, sondern einfach nur abwarten oder auf die Eingabetaste drücken. Dann läuft es los mit automatischer Hardware-Erkennung. Versucht so viel wie möglich automatisch über Ihr System herauszufinden und dann im Grafikmodus zu starten. Ich lasse das gerade mal durchlaufen, dass man diesen Prozess noch sieht. Ja, die aktuelle Version 7.1 gibt es im Moment nur exklusiv in diesem Linux-Magazin hier. Das ist ganz nett gemacht. Da ist auch so ein Artikel drin, wo steht, was alles neu ist. Das ist für mich auch eine gute Gedächtnisstütze, mal nachzugucken. Ja, Knoppix basiert in der Version 7.1 auf dem aktuellen Debian Wheezy, das heißt Debian Testing. Wer sich mit Debian ein bisschen auskennt, ist also ein Kompromiss zwischen neuer Software und besonders stabiler Software. Bei Debian dauert das ja immer bis zu 2 Jahre, bis die Software in den Stable-Zweig kommt. Dort ist sie dann aber schon so alt, dass man sie eigentlich gar nicht mehr benutzen möchte. Und für die Sachen auf dem Desktop, für Office-Pakete und solche Dinge, nehme ich dann eher die etwas neueren Paketvarianten. Deswegen die Debian Wheezy-Version, die vielleicht in diesem Jahr auch tatsächlich in Debian rauskommen wird. Ja, hier läuft jetzt schon die automatische Hardware-Erkennung von DVD los. Ich bin hier übrigens in einer Virtualisierung, die ist hier mit dabei. Die heißt KVM, ist mein Lieblingsvirtualisierer. VirtualBox ist auch noch dabei, ist aber ein bisschen umständlicher zu konfigurieren. Und deswegen habe ich mich hier der Kommandozeile bedient, um die CD nochmal in einer virtuellen Maschine zu starten. Wir haben jetzt also innerhalb von Knoppix, was ich schon von USB-Stick gebootet habe, nochmal ein weiteres Knoppix laufen. Ja, von DVD gestartet ist es recht behäbig, weil sich dieser Laser immer hin und her bewegen muss. Die modernere Variante ist natürlich, Sie installieren sich das auf einen USB-Stick. Ja, mindestens 8 GB brauchen Sie dafür. Auf der DVD sind in 4 GB komprimiert insgesamt 10 GB an lauffähiger Software drauf. Da aber die 4 GB Sticks bei weitem nicht 4 GB haben, das kennen Sie das Problem wahrscheinlich, brauchen Sie einen 8 GB Stick, damit es läuft. Vorteil für Sie, Sie haben dann noch weitere 3,5 GB frei für eigene Daten zum Speichern. Das Kopieren auf den USB-Stick funktioniert wie in den Vorgängerversionen auch aus einer laufenden DVD-Installation. Das heißt, in dem Knoppix-Menü finden Sie hier unter dem Punkt Knoppix auf Flashdisk installieren eine Möglichkeit, Knoppix zu, auf die Festplatte oder auf den USB-Stick zu bringen. Ich klicke das mal an. Dann kommt eine Auswahl angeschlossener Datenträger. Ja, das hier ist die Festplatte. Ich kann also durchaus auch die Festplatte mit Knoppix flashen. Ja, ich klicke einfach mal was an. Dann sehen Sie das neue Feature. In der Vorgängerversion war es so, dass die Festplatte FAT32 formatiert sein musste, beziehungsweise der USB-Stick. Und dort hat man, das ist, hat was mit dem FAT32 zu tun, hat man nur die Möglichkeit, bis zu 4 GB große Dateien anzulegen. Das ist für das Knoppix-Basissystem zwar okay, mehr ist auf der DVD ja auch nicht drauf. Aber für Ihre eigenen Daten ist es etwas schlecht, denn wenn Sie einen 32 GB USB-Stick, die kosten ja heute auch nur noch so 10 Euro, gekauft haben und können dort nur 4 GB eigene Daten speichern unter Knoppix, ist natürlich ein bisschen blöd. Also habe ich mir überlegt, ich partitioniere diesen Stick um, um diesem FAT32-Limit zu entgehen und lege eine zusätzliche Linux-Partition an. Und auf dieser kann man dann unbegrenzt Daten speichern. Naja, so viel wie auf dem Stick halt noch frei ist.
Das heißt, mit der neuen Variante, die hier unter Punkt 2 zu finden ist, Installation auf FAT32, aber mit zusätzlicher Overlay-Partition, da haben Sie die Möglichkeit, den kompletten Stick für Knoppix zu benutzen. Und auf dieser FAT-Partition landet lediglich das Basissystem. Und auf der Linux-Partition haben Sie dann den kompletten Platz frei, um eigene Daten zu speichern. Auch bei dieser Version können Sie wieder Verschlüsselung machen, mit AES 256-Bit verschlüsseln. Dann kommen nur Sie mit Eingabe eines Passworts an Ihre eigenen Daten dran. USB-Sticks verliert man leider sehr oft. Ich weiß gar nicht, wie viele ich schon habe liegen lassen. Und da ist es natürlich unpraktisch, wenn da WLAN-Passwörter oder geheime Daten drauf sind, die man nur selber kennt, E-Mails oder so. Deswegen bietet es sich an, den Stick bei der Installation auch zu verschlüsseln. In diesem Fall mit der neuen Installationsmethode wird die komplette Linux-Partition auf dem Stick verschlüsselt mit AES 256-Bit. Das heißt, wenn Sie Ihr Passwort vergessen, schafft es im Moment kein Computer auf der Welt mehr, diese Daten wieder zu entschlüsseln. Die sind dann also sehr, sehr sicher. Also merken Sie sich Ihr Passwort für die Verschlüsselung, wenn Sie sich eins ausgesucht haben, sehr gut. Gut, das ist also neu beim Installer hinzugekommen. Inzwischen müsste auch unser System von CD gebootet haben. So sieht das also aus. Eine Knoppix in Knoppix. Die grafische Benutzeroberfläche ist, wie schon in den Vorgängerversionen, LXDE, hat den Vorteil, dass es auch auf sehr kleinen Rechnern läuft mit wenig RAM. Zusätzlich haben wir, ich glaube, das ist auch neu und wir hatten es letztes Jahr noch nicht, eine In-RAM-Kompression. Das heißt, wenn der Speicher knapp wird im RAM des Rechners, dann fängt er an, Speicherbereiche, die nicht mehr so häufig zugegriffen werden, zu komprimieren. Ja, und schreibt dann den Speicher quasi mit komprimierten Daten voll und befreit dadurch aber die unkomprimierten Daten. Das heißt, Sie haben quasi dreimal Ihren Hauptspeicher zur Verfügung, sofern es sich um gut kompressible Daten handelt. Videoschnitt können Sie zwar damit auf einem kleinen Computer mit nur 100 MB nicht machen, aber zum Start von OpenOffice, Firefox und Co., ganz normale Programme, da reicht es schon. Ja, da kommen Sie also auch mit deutlich weniger RAM zurecht. Durch diese In-RAM-Kompression erlaubt Ihnen das Knoppix dann auch mal größere Programme auf einem kleinen Rechner zu starten. So, was haben wir noch Neues? Über diesen speziellen Desktop Compiz Fusion, da habe ich ja schon öfter was drüber erzählt. Am Samstag ist auch ein extra Vortrag darüber, was man damit so alles Lustiges machen kann. Das ist eine der vielleicht Spezialeigenschaften von Knoppix. Auch gerade für Vorträge interessant wegen der Vergrößerung. Ein paar neue Sachen sind hinzugekommen und da steht in diesem Heft zum Beispiel der Desktop-Projektor. Wenn Sie Lehrer sind, haben wir Lehrer da? Ja, nur einer, naja, aber vielleicht halten Sie mal einen Vortrag und da ist dieses Feature durchaus auch praktisch. Ja, was tut man? Man möchte einen Vortrag halten und der Projektor ist ausgefallen. Ja. Aber irgendwie haben heutzutage jeder so sein eigenes Smartphone dabei oder irgendein anderes mobiles Endgerät, Notebook und so. Und eigentlich hätte man Netz und könnte jetzt den eigenen Desktop ganz gerne auf die Displays seiner Zuhörer verteilen. Ja, wie geht das? Linux-Kenner unter Ihnen wissen das natürlich alle schon. Ein bisschen klein, müsste ich vielleicht mal die Schrift etwas größer machen. So, X11VNC gibt den eigenen Desktop frei. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Schüler Ihren Desktop auch bedienen können, fataler Fehler, machen Sie den View Only, dann kann man nur zugucken, aber darf selber nichts tun. Wegen der Spezialeffekte von Compiz, also diese wackeligen Fenster und so, die sind für das Netzwerk nicht gerade gut. Mit NoX-Damage kann man die ein bisschen reduzieren in der Darstellung. Was haben wir noch? Minus Loop, minus RFB Out, wenn Sie das Passwort schützen wollen, VNC Pass WD. Genau, und mit dieser einfachen Kommandozeile können Sie Ihren Desktop freigeben. Sie finden die nicht einfach, das habe ich mir gedacht. Die weiß man auch nicht auswendig. Deswegen gibt es dafür jetzt einen Menüeintrag. Unter Knoppix nämlich die Funktion Desktop zeigen und exportieren.
kommt zunächst mal so eine kleine Hilfe, die erklärt, was man damit machen kann. Der eigene Desktop wird hier über zwei verschiedene Protokolle freigegeben. Einmal unter VNC, was unter Unix häufiger verwendet wird, und einmal unter RDP. Das ist dieser sogenannte Windows Remote Desktop. Jeder Windows-Rechner hat dafür so einen Eintrag im Menü, wo steht entfernten Desktop anzeigen. Das ist dieses RDP-Protokoll. Das heißt, auch Leute, die nicht in der glücklichen Lage sind, Linux zu benutzen, sondern halt noch einen Windows-PC haben, die können mit Hilfe dieses PCs auch remote meinen Linux-Desktop beobachten, Screenshots machen, sich Folien kopieren und so weiter. Wird also über beide Protokolle freigegeben. Dann geht es zur Schnellkonfiguration. Und hier muss man sich eigentlich nur entscheiden, möchte ich ein Passwort setzen für den Zugriff, ja oder nein. Wenn Sie in einem Klassenzimmer sind, in einem lokalen Subnetz, braucht man normalerweise kein Passwort. Dann dürfen alle, die über den Access Point im gleichen Subnetz sind, auf den Desktop zugreifen. Wenn Sie möchten, dass jemand oder ein bestimmter PC Ihren Desktop auch kontrollieren kann, weil Sie gerne irgendwo hinten was an dem PC machen möchten und es soll vorne an der Tafel dargestellt werden, dann können Sie Passwort setzen und den Desktop auch schreibbar freigeben. Dann haben Sie nämlich die Möglichkeit, Ihren Desktop mit Hilfe eines Smartphones mit VNC-Client auch zu kontrollieren. Das heißt, Sie sehen dann Ihren Desktop auf dem Computer gleichzeitig auf Ihrem Smartphone und können dann mit Stift oder mit den Fingern Fenster verschieben, Texte eingeben und was auch immer. Haben also eine sehr komfortable Fernbedienung für Ihren eigenen Desktop. Ich lasse es jetzt mal ohne Passwort, ja, also einfach weiter ohne Passwort zu setzen. Jetzt kommt die Gewissensfrage, soll den Clients, also den Zuschauern, auch die Bedienung des Desktop erlaubt werden? Ja, wenn ich kein Passwort gesetzt habe, möchte ich das nicht unbedingt, also die sollen nur beobachten können. Und das war es auch schon. Jetzt kann ich den VNC-Server starten lassen. Der läuft jetzt im Hintergrund. Und alle, die im lokalen Subnetz sind, also in dem 192.168.2, ist natürlich ein privates Netz hier für die Messe, die haben jetzt die Möglichkeit, unter dieser IP-Adresse meinen Desktop zu beobachten und zu gucken, was ich da so alles mache. Ja, da Sie wahrscheinlich an dieses Netz von außen nicht drankommen mit Ihrem Smartphone, mache ich das mal lokal. Da kann man auch gleich einen schönen optischen Effekt beobachten. Also was für eine Adresse muss ich eingeben? 192.168.266. Ja, und naja, Sie können sich vorstellen, was da passiert. In dem Moment, wo ich auf meinen Desktop zugreife, gibt es diesen Unendlichkeitseffekt, den Sie auch schön mit zwei Spiegeln erreichen können. Das heißt, der Desktop selber projiziert sich innerhalb des VNC-Viewers und so weiter. Ja, den Effekt haben Sie natürlich nicht, wenn Sie von außen auf Ihren Rechner zugreifen. Den habe ich jetzt nur, weil ich auf dem gleichen Display, was ich freigebe, das Display wieder anzeigen möchte. Ja, so funktioniert das also. Sie können mit Hilfe eines solchen Desktop-Viewers jetzt beobachten, was der Lehrer oder der Präsentator dort auf seinem Rechner macht. Und wenn Sie zum Schreiben freigegeben haben, können Sie den Desktop, wie gesagt, auch direkt fernsteuern. Einfaches Kommando, etwas länglich, aber im Menü können Sie es mit zwei Mausklicks konfigurieren und müssen nicht mehr über die Kommandozeilen-Syntax nachdenken. Gut, was gibt es noch Neues? Ja, das Thema der CeBIT dieses Jahr ist ja Share Economy, also alles soll geteilt werden, gemeinsamer Zugriff auf Netzwerke, auf Daten. Und da ist das Thema Privatsphäre natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges. Denn wenn man auf alles zugreifen kann, kann derjenige, der einen Dienst anbietet, natürlich wunderbar zurückverfolgen, wo mein Browser vorher war, wo ich herkomme, auf welchen Link ich geklickt habe, wie alt ich bin, was ich gerne für Musik höre und so weiter und so fort. Man braucht einfach nur den Links im Internet, den Spuren zu folgen. Und naja, das ist am Anfang ganz witzig, dass man auf Amazon immer die Musik und die Bücher vorgeschlagen bekommt, die man gerne hätte. Komisch wird es dann schon, wenn man auch E-Mails bekommt, wo für Produkte geworben wird, mit denen ich wirklich gar nichts anfangen kann, wo aber steht, es wurde empfohlen von irgendeiner Webseite, wo ich angeblich mal drauf geklickt habe und soll thematisch zu dem und dem Produkt passen, was ich mal irgendwo bestellt habe. Also offenbar kann man mit der IP-Adresse eines Rechners sehr viel Unsinn anstellen und zurückverfolgen, wo der Benutzer herkam und über dessen Provider auch ziemlich genau lokalisieren, wo der steht. Na, wenn Sie ein Smartphone haben, da gibt es diese Funktion, dass Ihr Handy Ihnen sagt, wo Sie sich gerade befinden, alleine aufgrund der IP-Adresse, die das Handy gerade bekommen hat. Ja, und wenn Sie von dort aus dann auf eine Webseite klicken, weiß der Webseitenbetreiber ebenfalls, wo Sie gerade sind.
kann Vor- oder Nachteile haben. Wenn Sie Ihr Handy geklaut bekommen haben, möchten Sie das schon wissen, wo es gerade ist. Aber Sie möchten das nicht unbedingt, dass jede Webseite feststellen kann, wo Sie wohnen oder wo Sie herkommen. Ja? Dafür gibt es verschiedene Methoden, diese Adresssammler etwas zu behindern. Eine Methode dafür ist das Tor-Netzwerk. Das ist ein weltweites Netzwerk von Internet-Proxys. Ist recht einfach zu konfigurieren. In diesem Menü, man klickt einfach drauf und dann verbindet es sich mit diesem Netzwerk. Ja, ich habe schon öfter gemerkt, manchmal bleibt dieser Balken am Anfang stehen, aber das Netzwerk ist trotzdem sofort aktiv. Das sind dann einzelne Rechner, die sich nicht anpingen lassen oder deren Name nicht ermittelt werden kann. Trotzdem läuft dieser Tor-Proxy weiter. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe zunächst mal ein Programm auf meinem Rechner gestartet. Das hat sich in dieses Tor-Netzwerk eingewählt, das aus Tausenden von Rechnern weltweit besteht. Und die Idee dahinter ist jetzt, ich gehe mit meinem Browser nicht direkt auf die Webseite, sondern über das Tor-Netzwerk lasse ich jemand anders auf die Webseite gehen. Das sind die sogenannten Exit-Nodes in dem Tor-Netzwerk. Die Webseite sieht also nur den letzten Rechner, der an diesem Netzwerk teilgenommen hat. Und der kann irgendwo zufällig in China, in Australien, in Frankreich, mancher auch in Deutschland stehen. Das weiß man vorher einfach nicht. Es ist so gut wie unmöglich herauszufinden, wo diese Anfrage der Webseite tatsächlich herkam. Also zum Anonymisieren, wenn man nicht möchte, dass die eigene IP-Adresse verfolgt werden kann von Werbungssammler und Profilsammlern, dann ist es ein hervorragendes Hilfsmittel. Jetzt muss ich natürlich meinem Browser noch sagen, dass ich das auch benutzen will. Denn normalerweise kann mein Browser, geht der ja direkt auf eine Webseite. Welchen nehmen wir denn da mal? Ich nehme mal den Chromium, den Browser von Google. Alternativ installiert haben wir natürlich auch den Firefox, also die beiden großen Browser haben wir vorrätig. So, etwas verkleinern wollte ich das. So, dann gehe ich mal auf eine Webseite und schaue, was die Webseite über meinen Browser rausfindet. Genau, nehme ich mal den Firefox, knopper.net, Test. Da habe ich mir eine Seite zum Testen eingerichtet. Sofern hier das Internet mitspielt. Halt, habe ich überhaupt das Richtige? Doch. Ja. Ja, diese IP-Adresse ist die des Gateways vom Linux-Magazin. Ja, die haben mich jetzt ins Internet gelassen und der Webserver sieht folglich, dass ich auf der Cebit bin. Ich könnte jetzt einen Traceroute machen und verfolgen, über welche Rechner diese Pakete laufen. Das heißt, wenn ich auf dieser Webseite drauf bin, dann weiß die Webseite, wo ich herkomme. Die weiß sogar, welchen Browser ich verwende. Ja, das schickt der Browser immer mit. Das ist also ein Browser, der unter Linux läuft. Das kann man im Browser selber abstellen. Dafür braucht man kein Tor. Gut, und dieses Ding möchte ich jetzt verschwinden lassen. Also ich möchte nicht, dass diese Webseite weiß, wo ich herkomme. Und dazu muss ich den Tor-Proxy einfach über einen Klick aktivieren. Einmal in Chromium, einmal in Firefox. Und jetzt rufe ich die gleiche Adresse nochmal auf und hoffe, dass unser Tor-Netzwerk schon bereit ist. Es kann ein bisschen länger dauern, es hängt immer von Ihrer Exit-Node ab, wo Sie herkommen. So, und da haben wir schon ein Ergebnis. Ja, die Webseite sieht jetzt eine völlig andere IP-Adresse. Ich weiß auch gar nicht, wo dieser Rechner ist. Und damit kann ich mich jetzt im Internet bewegen, ohne dass man verfolgen kann, von welcher Stelle der Erde aus, mit welchem Provider ich gesurft bin. Und noch besser, selbst auf der Exit-Node, das heißt auf dem Rechner, die von dieser Webseite gesehen wird, kann das der dortige Betreiber gar nicht so genau feststellen, weil meine Anfrage über weitere Proxys geleitet wurde. Ja, also auf diese Weise kann man seine Webanfragen anonymisieren. Das ist grundsätzlich erstmal nichts Verbotenes. In dem Moment, wo Sie damit Sachen downloaden, die Sie normalerweise aus einem deutschen Netz nicht hätten downloaden sollen, ja, Stichwort GEMA, YouTube und so weiter, machen Sie was Verbotenes, deswegen weise ich Sie auch darauf hin. Das Ding ist also nicht dafür da, dass Sie irgendwelche kopiergeschützten Sachen auf illegalem Wege sich aneignen, sondern es ist tatsächlich dazu da, um Datensammler davon abzuhalten, ihre IP-Adresse mit zu protokollieren. Es ist also eine völlig wertneutrale Technologie, die sich für verschiedene Dinge einsetzen lässt. So,
Das ist der Bildschirmschoner in unserer virtuell gestarteten Knoppix-Version gewesen eben. Ja, je nachdem, welche Rechner da drin sind, kann man sich auf einer Weltkarte auch angucken, wo diese Rechner im Tor-Netzwerk überall aufgestellt sind. So, was haben wir denn noch Neues? Den Installer habe ich. Ja, wir haben natürlich wieder Specials für das Linux-Magazin. Der Flash-Player ist ja leider oder zum Glück oder wie auch immer noch recht verbreitet, obwohl man inzwischen YouTube auch mit HTML5 ganz gut angucken kann, ohne dass man proprietäre Software braucht. Auf jeden Fall ist der Flash-Player von Adobe wieder mit installiert, braucht man also nicht nachträglich erst zu installieren. Ein Hinweis noch dazu, wenn Sie dieses Tor-Netzwerk verwenden wollen, um Ihre eigene IP-Adresse vor datensammelwütigen Webseiten zu verstecken, dann müssen Sie allerdings in diesem Tor-Button noch ein paar Sachen ändern, damit die Plugins wieder funktionieren. Aus Sicherheitsgründen werden nämlich bei Firefox zumindest während der Benutzung von Tor sämtliche Plugins gesperrt. Warum? Die Plugins selber hätten die Möglichkeit, der Webseite mitzuteilen, wer sie sind, was auf ihrem Rechner installiert ist, ob sie die Lizenzen gekauft haben und so weiter und so fort. Sie haben keine Kontrolle darüber, was Plugins in ihrem Browser alles machen. Deswegen macht dieser Tor-Button zusätzlich ein paar Sachen zu, er schaltet unter anderem eben auch Plugins ab. Das heißt, wenn Sie jetzt Videos angucken wollen oder irgendwelche aktiven Inhalte im Internet, klicken Sie das weg. Und danach funktionieren auch wieder Flash und Co. auf verschiedenen Webseiten. Generell sind unsere Browser so konfiguriert, dass aktive Inhalte geblockt werden. Es kann Ihnen also niemand Trojaner, Malware oder mit Cross-Site-Scripting-Attacken Ihren Browser versuchen fernzusteuern. Es sei denn, Sie schalten das für die jeweilige Webseite frei. Das macht dieser Button hier oben. No Script heißt der bei Firefox. Da können Sie Beschränkungen für eine einzelne Seite aufheben oder generell aufheben. Ich würde empfehlen, für jede Seite einzeln zu erlauben oder nicht zu erlauben, ob dort Plugins verwendet werden dürfen oder nicht. Gerade beim Online-Banking sehr, sehr wichtig. Normalerweise sollte eine Online-Banking-Seite außer dem Java-Plugin vielleicht nichts brauchen. Die Banking-Webseiten, die ich kenne, die gehen über HTTPS und die brauchen eigentlich auch kein JavaScript und Co. Da lohnt es sich also, diesen Schutz aufrechtzuerhalten. Bei Chromium, dem Google-Browser, geht es ein bisschen anders. Dort ist es etwas versteckt innerhalb von den Einstellungen. Ja, dort gibt es Inhaltseinstellungen und dort kann man ebenfalls Proxys, Plugins, JavaScript, Java und so weiter einzeln an- und abschalten. Ja, das Ganze ist also standardmäßig erstmal so sicher konfiguriert, dass ich Sie mit gutem Gewissen auch Online-Banking machen lassen kann. Auf der DVD haben Sie sogar einen kompletten Schreibschutz für das ganze System. Auf USB-Stick installiert sind die Standardeinstellungen der Browser so, dass es für einen Angreifer zumindest mal sehr, sehr schwierig ist, irgendeine Session zu übernehmen oder Ihren Browser zu manipulieren, weil sämtliche aktiven Inhalte standardmäßig abgeschaltet sind. So, was haben wir noch? Ein paar neue Datenrettungstools haben wir auch drauf. Die sind im Magazin auch kurz erwähnt. Scalpel zum Data Carving. Ich verwende ganz gern das Test Disk, was auch immer drauf ist. Damit kann man auch völlig zerstörte Festplatten, auch wenn irgendein Windows-Virus den Bootloader und die Partitionstabelle und alles andere schon vernichtet hat, wieder auf die Daten zugreifen und die Partitionstabelle aus Start und Ende von Dateien und Dateisystemen wiederherstellen lassen. Ja, Testdisk ist ein Profi-Tool, das läuft nur auf der Kommandozeile. Das G-Scalpel, das finden Sie aber auch im Menü, das ist ein grafisches Tool. Eine Besonderheit wollte ich noch zeigen. Da ging vor kurzem durch die Presse, Linux zerstört Windows-Installationen oder sowas ähnliches. Ja, wird ja oft behauptet. In diesem Fall war es so, wenn Sie Windows starten, dieses neue Windows 8 und fahren das runter, dann fährt das gar nicht richtig runter, sondern es speichert alle zur Session gehörenden Informationen in eine sogenannte Hibernate-Datei. Das machen wir unter Linux seit 10 Jahren schon. Aber bei Windows 8 ist es neu und dort wird also in diesem sogenannten Hiber-File der aktuelle Systemzustand gespeichert, sodass diese Quick-Start genannte Funktion unter Windows den Rechner sehr schnell in Sekunden wiederherstellt.
Ja, das heißt, Sie starten den Rechner und ein paar Sekunden haben Sie Ihre laufenden Programme wieder. Jetzt führt das natürlich dazu, wenn Sie einen Windows-Rechner, der so runtergefahren ist, unter Linux starten wollen, von USB-Stick, ja, und Ihr Linux kann davon eigentlich nichts wissen, dass da noch eine laufende Windows-Session im Hintergrund ist, die irgendwann wieder aufwachen wird. Und Sie schreiben lustig auf der Platte rum, verschieben Dateien, benennen Ordner um, löschen irgendwas, versuchen vielleicht alte Daten loszuwerden und dann startet später Windows wieder, merkt es Windows nicht, dass Sie in der Zwischenzeit was an der Platte verändert haben und zerstört sich quasi selbst. Nicht in jedem Fall, aber es kann passieren. Ja, vor allem, wenn Sie Dateien umbenennen, das Windows, was in diesem Hyperfile drinsteckt, kennt noch die alte Dateisystemstruktur. Ich kann das mal simulieren. Zumindest mal, wenn ich einen USB-Stick in diesem Rechner habe. Den müsste ich aber erst in TFS formatieren. Bei der Gelegenheit noch eine weitere Neuerung. ExFAT wird auch unterstützt, lesend und schreibend. Ja, Sie können also auch mit neueren Flashkarten von Kameras arbeiten. So, mknTFS-q, damit das nicht ewig dauert. Dev und die erste Partition. Natürlich geht das auch grafisch. Ich mache das gerne mit der Kommandozeile, weil das für mich ein bisschen schneller ist. So, auf NTFS zugreifen ist einfach, draufklicken, ja, und da haben wir diese Partition. Da ist auch nichts Weltbewegendes. Und da simuliere ich jetzt mal, dass ein Windows runtergefahren ist und einen solcher Hyperfile geschrieben hat. Hyperfile.sys heißt diese Datei unter Windows. Und wenn in den ersten 4 Byte dieser Datei das Wort Hyper steht, dann bedeutet das, dass Windows ist hier schlafen gelegt worden. So, jetzt habe ich also ein schlafengelegtes Windows sozusagen simuliert und klicke wieder auf diesen Datenträger und jetzt kommt etwas. Ja, würden Sie sofort schreiben, darauf zugreifen, besteht die Gefahr, dass Windows sich beim nächsten Start selbst zerstört. Das hatten wir schon. Ja, da sehen Sie auch schon den ersten Bug. Diese Meldung sollte nämlich jetzt auf Deutsch sein, weil ich auf Deutsch gebootet habe. Sie ist aber in Englisch, aber ich hoffe, Sie können es trotzdem alle lesen. Jetzt bietet mir das System, sagt erstmal, hier ist eine schlafende Windows-Installation. Was soll ich jetzt machen? Was ungefährlich wäre, ist nur im Lesemodus mounten. Ja? Das heißt, mount partition read only. Dann verändern Sie nichts. Das ist für das Windows okay. Das kann dann wieder starten. Oder zweite Alternative, Sie löschen diese Hibernation-Datei. Dann haben Sie auch Schreibzugriff. Allerdings wird das Windows dann beim nächsten Start einen kompletten Neustart machen. Und falls Sie noch irgendwas im Editor hatten, dann ist es unter Windows erstmal weg, beziehungsweise das, was Sie gespeichert haben, ist natürlich noch da, aber die laufenden Fenster und Programme, die laufen natürlich nicht weiter. Ja, diese drei Optionen gibt's: nichts tun oder nur lesbar mounten oder im Lese- und Schreibmodus einbinden. Ja, und dieses Feature habe ich eingebaut, damit es nachher nicht heißt, ich hätte Ihnen was Windows-mäßiges kaputt gemacht, weil ein schlafengelegtes Windows scheint unter Windows 8 Standard zu sein. Verhindern können Sie das, wenn Sie dem Windows sagen, es gibt irgendwo Systemeinstellungen, wo man das machen kann. Es soll normal herunterfahren und keine Quick-Start-Funktion ausführen beim nächsten Hochfahren. Ja, dann dauert es ein paar Sekunden länger, bis es wieder hochfährt. Aber dafür haben Sie diese Hibernation-Datei nicht und können ohne Bedenken auch schreibend unter Linux auf die NTFS-Partition zugreifen. Ja, wenn ich read-only zugreife, dann habe ich auch Zugriff, kann Daten sichern, Daten ein Backup machen, aber ich kann auf diese Partition dann in dem Fall nicht schreiben. So. Ja, was haben wir noch? Eine Sache, die auch neu dazugekommen ist, wer so ein hybrides Netzwerk betreibt mit einem Windows-Server, einem Macintosh-Client, einem
Storage-Server und so weiter und so fort, verschiedene Protokolle. Musste früher mit SMB-Mount Windows-Server einbinden, um auf deren Shares zuzugreifen. Dafür habe ich auch einen Menüeintrag spendiert, der das Ganze etwas vereinfacht, nämlich Netzlaufwerke suchen und mounten. Das sucht nach SMB-Servern, also nach diesen NAS-Storage-Servern, die man kaufen kann, oder nach freigegebenen Windows-Festplatten im Netzwerk und erlaubt es, dass man die grafisch einfach anklicken und mounten kann. Ja, soll einem die Arbeit so ein bisschen erleichtern. Oh, hier ist ja ganz viel im Netz. Ist ja spannend. Wenn Sie ein Windows-basiertes Smartphone haben, dann finden Sie sich hier vielleicht wieder. Probieren wir mal Gastzugang. Nee, Gastzugang erlaubt er mir hier nicht. Ja, also einige Sachen sind natürlich mit Passwort freigegeben. Das soll auch eigentlich immer so sein. Nur wer etwas nachlässig ist und sagt, ich möchte meine Platten für alle ohne Passwort zum Schreiben freigeben, damit man sich nichts Kompliziertes merken muss, bei dem kann man natürlich sehr einfach über so eine Funktion dann auch Schreibzugriff auf die Festplatte bekommen. Gut, das ist also so ein kleines Utility, womit man sich die Arbeit im Netzwerk suchen und finden von Freigaben etwas erleichtern kann. So, ja, wir haben natürlich noch weitere Sachen, aber mehr fällt mir jetzt aktuell nicht ein. Das heißt, ich würde es dann ganz gerne wieder so machen, Fragen und Antworten. Ja, Sie können fragen, was Sie möchten, über Knoppix, über Linux, über Open Source und den Rest der Welt. Und ich versuche das nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Wenn Sie eine Frage haben, bitte melden, ich gebe das Mikrofon dann weiter. Ja, meine Frage wäre, wie stabil das LibreOffice läuft im Vergleich zum alten OpenOffice und ob es da Probleme mit der Kompatibilität zum Marktführer Windows gibt. Ja, LibreOffice ist sehr stabil, genauso stabil wie das alte OpenOffice, denn es sind die gleichen Entwickler. Sie kennen die Geschichte vielleicht. Sun Microsystems ist von Oracle gekauft worden. Die wollten dann diese Marke OpenOffice nicht öffnen, dass die Entwicklung in der Community weitergehen kann. Mittlerweile haben sie ihre Meinung geändert und haben das der Apache Foundation übergeben. Damals haben sich die OpenOffice-Entwickler getrennt und haben das Ganze weiterentwickelt, mussten aber den Namen ändern, weil die Marke OpenOffice lag halt bei Oracle. Das heißt, das LibreOffice ist eigentlich das, was dem OpenOffice von damals am nächsten ist. Das OpenOffice selber wird jetzt von der Apache Foundation betreut, ist aber noch nicht so weit wie LibreOffice. Das heißt, LibreOffice hat im Moment sowohl die beste Stabilität, würde ich zumindest sagen, als auch die meisten Features. Würde ich also auf jeden Fall empfehlen. Und Kompatibilität zum proprietären Marktführer ist halt so eine Sache. Word-Dokumente sind nicht layoutgetreu. Wenn Sie die gleichen Zeichensätze installiert haben wie unter Windows, ist die Chance gut, dass Ihre PowerPoint-Präsentationen mit OpenOffice genauso aussehen wie mit PowerPoint oder mit LibreOffice. Ja, das muss man ein bisschen ausprobieren. Es kommt immer auf die Zeichensätze an. Sicher ist es immer als PDF zu speichern. Und das habe ich auch im letzten Jahr gemacht. Ein Format von LibreOffice möchte ich Ihnen ans Herz legen. Das ist das sogenannte Hybrid-PDF-Format. In dem können Sie Dokumente, die Sie in LibreOffice bearbeitet haben, speichern als PDF. Und in diesem PDF integriert ist die Original-OpenOffice-Datei. Sie können dieses PDF also wieder mit OpenOffice öffnen und weiter bearbeiten. Und Windows-Benutzer, die kein OpenOffice oder LibreOffice haben, die klicken einfach auf das PDF und dann startet der PDF-Reader. Das ist also ein sehr schönes Format, sowohl layoutgetreu unter Windows, unter Linux, unter jedem Betriebssystem, enthält aber auch die Original-LibreOffice-Datei. Und wie kommen Sie da dran? Sie sagen einfach exportieren als PDF, ja, und klicken diesen Button an, eingebundene Open-Document-Datei. Und dadurch entsteht dieses Hybrid-PDF, was die OpenOffice-Datei enthält und das kompatible PDF-Format als Container drumherum. Ja? Also, ich hoffe mal, das beantwortet Ihre Frage, wie kompatibel Microsoft zu Industriestandards wie dem ODF-Format, was ja eine ISO-Norm ist, ist, kann ich nicht beantworten, weil ich selber ja kein Windows einsetze, aber vielleicht hat da jemand von Ihnen Erfahrung und kann da was drüber berichten. Ja, Erfahrungsbericht oder noch eine Frage? Da ist noch eine Frage.
Ja, ich habe noch eine Frage zu Debian und Ubuntu oder Knoppix. Wenn ich jetzt eine Debian Testing installiere oder eine Ubuntu, warum soll ich dann eine Knoppix nehmen oder umgekehrt? Gar nicht. Wenn Sie schon ein Debian haben, dann sind Sie ja ein oder eine Ubuntu, dann sind Sie wahrscheinlich schon ein zufriedener Linux-Anwender, genau wie mit Android. Knoppix ist halt vorkonfiguriert, dass es direkt von USB-Stick startet. Das heißt, ein Lehrer hat dadurch den riesen Vorteil, er braucht auf den Schul-PCs nichts zu verändern, steckt den USB-Stick rein, kann mit seiner gewohnten Linux-Umgebung arbeiten und wenn er möchte, kann das ganze Klassenzimmer übers Netzwerk, über die Terminal-Server-Funktion vom gleichen Stick gebootet werden. Das ist also ein großer Vorteil. Ich brauche nur einen Stick und kann ein ganzes Klassenzimmer unter Linux laufen lassen. Ich glaube, Ubuntu kann das noch nicht. Okay, danke. Ja. Ja, haben wir noch eine Frage? Nein. Ich habe noch eine Frage jetzt, was ja auch Knoppix beinhalten könnte. LibreOffice kann ich auf jeden laufen lassen. Kann ich, Sie sagten das eben mit LibreOffice und PDF, eine PDF-Datei, die ich habe, auf LibreOffice öffnen und korrigieren? Die kurze Antwort ist ja. Also die Frage war, kann ich eine beliebige PDF-Datei, die ich aus dem Internet runtergeladen habe, mit LibreOffice weiter bearbeiten? Die kurze Antwort ist ja. Haben Sie eine für mich, die ich mal testen könnte? PDF-Dateien, wo habe ich PDF-Dateien? Ich könnte diese Webseite zum Beispiel in eine PDF-Datei drucken. Machen wir das mal so. In Datei drucken, Ausgabe.pdf, jawohl. Und dann versuche ich die mit dem LibreOffice wieder zu öffnen. So, habe ich LibreOffice noch laufen? Hier. Öffnen. Ausgabe.pdf. Ja? Und Sie sehen, prinzipiell geht's. Aber es ist keine Textdatei, sondern es ist quasi eine Präsentationsdatei, eine Zeichnung. Ich kann also nicht den Text umformatieren, so wie ich das bei Textdateien gewohnt bin. Was ich machen kann, ich kann mir einzelne Dinge rausgreifen und die korrigieren. Ja, wenn ich zum Beispiel diese IP-Adresse hier nicht sehen will, dann nehme ich diese Box und schmeiß die raus. Ja, und die Formatierung ist auch nicht immer so, wie man es gerne hätte, aber das lässt sich dann alles nachträglich korrigieren. Also es geht. Wenn Sie Vertragsdokumente oder solche Dinge als PDF bekommen und haben vereinbart, dass Sie die nochmal verändern dürfen, haben aber nur das PDF, dann können Sie das OpenOffice dafür verwenden, das zu tun. Ja, es ist dann quasi eine Zeichnung und Sie können die Texte, die Elemente innerhalb dieser Zeichnung ohne Probleme editieren. Wenn Sie im Hybrid-Office-Format, also im Hybrid-PDF-Format gespeichert haben, dann haben Sie das komplette Office-Dokument und können das auch im Textmodus wieder editieren. Aber mit normalen PDFs, die lassen sich einfach als Zeichnung öffnen und die Texte verändern. Ja. Das heißt also, wenn ich es in Druck gegeben habe, bin verkehrt bedient worden und die haben mir versprochen, Rechtschreibung lassen wir durchlaufen, tun das aber nicht, haben mir die PDF-Datei aber gegeben und ich sehe als Kunde, das habt ihr vergessen, inzwischen sind die pleite, dann kann ich es als Zeichnung öffnen und korrigieren. Genau, ja. Wenn die Texte tatsächlich Texte mit Zeichensätzen sind, können Sie das so machen. Wenn natürlich die Texte in Wirklichkeit Bilder sind, gibt es das optimale Programm, nämlich GIMP. Ne? Aha. Es gibt ja PDFs, die bestehen nur aus einem einzigen Bild mit einem PDF-Container drumherum. Aha. Ja, bei Postern wäre das der Fall, die jemand gezeichnet hat mit irgendeinem Grafikprogramm und dann nicht als Vektorgrafik gespeichert hat, sondern als Pixelgrafik. Ja. Und die editieren sie dann mit GIMP. Da bleibt nicht viel anderes übrig. Aber wenn Texte tatsächlich als Text in dem PDF drin ist, drin sind, Word-Dokumente oder FrameMaker und Co., oder die ganze Adobe Suite, dann können Sie die tatsächlich mit OpenOffice nachträglich korrigieren, ja. Das ist schön. Recht herzlichen Dank. Ja, gibt es noch eine Frage? Wir hätten Zeit, noch eine Frage zu beantworten. Wenn Sie dann jemand stellen möchte. Wer noch eine Frage stellt, bekommt so einen Gutschein. Da kriegen Sie das Heft für 5 Euro statt 8,50 Euro. Können ein bisschen was sparen. Oder wir verteilen das einfach. Schön. Alles klar, damit danke ich mich bei Klaus Knopper schon mal herzlich für den interessanten Vortrag und dann geht es demnächst hier weiter mit Alfresco, glaube ich. Dankeschön.